Ja, herzlich willkommen zu unserem ersten Telekolleg Cosines. Nein, Scherz beiseite, natürlich zur Open Video Lecture Cosines. Erste Ausgabe im neuen Jahr 2015. Freut mich, dass wir wieder ein paar Teilnehmende im Livestream haben. Heute geht es um das Thema Möglichkeiten des wissenschaftlichen Publizierens und Qualitätssicherungsverfahren. Mein Name ist Lambert Heller von der TIB Hannover. Wir senden oder nehmen jetzt gerade auf hier tatsächlich in Hannover gerade. Und wir haben diesmal eine ganze Reihe ganz qualifizierte Gäste, die das heute spannend machen, weil sie alle kurze Vorträge halten zu diesem Thema in dem gewohnten Format, also eine Reihe von Kurzvorträgen, Interaktionsmöglichkeiten für Sie. Sie werden zwischendurch zum Beispiel an einer kleinen Umfrage teilnehmen können. Sie können aber auch jederzeit Fragen, die Sie haben, in ein Frage-Antwort-Feld in dem Adobe Connect, was Sie jetzt im Browser vor sich haben, eingeben. Und wir werden dann später darauf zurückkommen. Also um 14.45 Uhr ungefähr werden wir dann in so eine Frage-Antwort-Diskussionsrunde übergehen, so wie man das schon kennt. Ja, und zu dem Thema heute sprechen Ursula Arning von ZBMIT Köln und Jasmin Schmitz, ebenfalls von ZBMIT. Und den bestimmten Artikel vor ZBMIT wegzulassen, das muss ich mir noch einprägen, das ist nicht ganz leicht. Und last but not least Cornelius Puschmann von der Zeppelin-Universität zu den Themen, wie gesagt, Möglichkeiten wissenschaftlichen Publizierens, Qualitätssicherung und dann last not least auch neuere Möglichkeiten, die sich so ergeben. Und ich kann also sagen, dass wir froh sind, diese Expertinnen und Experten gewonnen zu haben, weil ZBMIT tatsächlich durch eigene Open Access Aktivitäten seit Jahren im deutschen Raum da eine Vorreiterrolle hat und eine Menge macht eigentlich und anbietet, auch Publikationsberatung anbietet für Wissenschaftler. Und an dem Namen Cornelius Puschmann wird man nicht vorbeigekommen sein, wenn man in den letzten Jahren in Deutschland sich beschäftigt hat mit solchen Themen wie zum Beispiel, was passiert, wenn Wissenschaftler bloggen? Was für Möglichkeiten gibt es da? Was ist da die Dynamik? Ja, und in dem Sinne freue ich mich schon und leite hiermit über gleich an Ursula Arning. Ursula ergreift das Wort und los kann's gehen. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ich mache gerne den Einstieg über die Möglichkeiten des wissenschaftlichen Publizierens. Also ich fange an mit wissenschaftlichem Publizieren und seine Möglichkeiten und dann kommen wir gleich zu der nächsten Folie, zur Definition. Warum publizieren jetzt Wissenschaftlerinnen? Es ist ein zentrales Mittel, um Ergebnisse zu kommunizieren und zu verbreiten. Das ist nun auch schon sehr lange ein Usus in der Welt. Es gibt die verschiedenen Kulturen, Maya und Sie kennen die Wandmalereien, auch dort hat man sich bemüht, das Wissen festzuhalten und es nicht nur auf orale Tradition ankommen zu lassen. Bis zu den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts war es noch so, dass hauptsächlich innerhalb der Fachgesellschaften die wissenschaftlichen Publikationen verbreitet wurden. Heutzutage ist es eben sehr viel weiter ausgebreitet, man ist internationaler geworden. Es ist wichtig, in dieser Community zu sein, bekannt zu sein und eben zu publizieren, dass man möglichst weit wahrgenommen wird. Und so wird es auch oft als Eintrittskarte in das Wissenschaftssystem verstanden, denn man ist ja auch, man gibt Marken, Duftmarken. Wenn man eine Erkenntnis hat und etwas entdeckt hat, dann müssen es die anderen kennenlernen und müssen wissen, dass man selber daran geforscht hat, damit das Gleiche nicht nochmal erfunden wird oder nochmal die gleiche Erkenntnis auf den Markt kommt und es mit ihrem Namen gekoppelt ist. Der Publikationsdruck steigt weiter. Man kennt das, die Redewendung Publish or Perish, also publizieren oder verenden. Das ist eben genau dieser Entwicklung geschuldet. Es gibt unheimlich viele Publikationen, aber man muss eben aus dem Labor hinausgehen. Man muss sein Wissen verbreiten, damit man anerkannt wird oder überhaupt erstmal bekannt wird. Heutzutage gibt es eben auch sehr viel mehr Wissenschaftler als früher. Es ist auch eben wichtig für den Reputationsaufbau und für den Reputationsausbau. Umso mehr Publikationen Sie haben, die natürlich auch entsprechend inhaltlich gut sein müssen, qualifiziert sein müssen, umso bessere Chancen haben Sie dann später auf dem Arbeitsmarkt, um dann entsprechende Stellen zu bekommen. Und auch eben, wenn Sie Drittmittelanträge stellen und Fördermittel haben wollen, auch da ist es wichtig, publiziert zu haben.
Welche Publikationsarten gibt es? Was bietet sich an, Ihre Erkenntnisse nun auf den Markt zu bringen? Es gibt die Monographien, die Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften, es gibt Beiträge zu Sammelbänden, Beiträge zu Konferenzbänden. Das sind die Publikationsarten, die am bekanntesten sind. Aber den Wissenschaftlern, die gerade einsteigen, denen wird oft auch empfohlen, Rezensionen zu schreiben. Das ist auch ein wissenschaftlicher Beitrag. Damit zeigt man schon mal, dass man sich auf dem Markt auskennt, dass man den Sachverhalt einschätzen kann und kann das einfach dann reflektiert wiedergeben. Ein Ritterschlag wäre zum Beispiel, wenn Sie einen Lexikon-Eintrag schreiben, weil Sie damit zeigen, dass Sie umfassendes Wissen haben und es aber auch kondensiert wiedergeben können. Ansonsten gibt es dann eben auch Tagungsberichte und Forschungsbeiträge. In der Diskussion gibt es heutzutage, da kommen wir dann später nochmal drauf, Blogbeiträge, Twitter-Nachrichten und Facebook-Posts. Sind das wirklich auch wissenschaftliche Beiträge oder sind das Mittel, um auch wissenschaftliche Erkenntnisse zu kommunizieren? Wie sieht es mit den unterschiedlichen Disziplinen aus? Also gibt es da auch Unterschiede bei den Publikationen oder kann jeder alles genauso publizieren? Und da gibt es eben festzustellen, dass es unterschiedlichen Stellenwert gibt für den Reputationsgewinn. Also in den Geistes- und Sozialwissenschaften sind immer noch Monographien und Beiträge zu Sammelwerken das Buch eigentlich, was man publiziert haben muss. In den STM-Fächern, also den Naturwissenschaften, Technik und Medizin, da werden Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften mit Peer Review sind das angesehene Mittel, um bekannt zu werden, während in der Informatik auch Konferenzbeiträge mit Peer Review-Verfahren anerkannt sind. Das heißt, Konferenzbeiträge können auch sehr unterschiedlich sein. Es gibt teilweise werden Poster anerkannt oder Abstracts oder eben auch Vorträge. Welche Bewertungskriterien gibt es? Auch das hängt etwas von den Disziplinen ab. Zum Beispiel ist in den Rechtswissenschaften und den Literaturwissenschaften wichtig, in welchem Verlag Sie publizieren. Also das Renommee des Verlages ist wichtig. In den Wirtschaftswissenschaften und eben Technik, Naturwissenschaften und Medizin ist die Kategorisierung von Zeitschriften üblich. Das heißt, in welcher Zeitschrift, also wie bekannt ist die Zeitschrift in diesem ganzen Fachgebiet, wo muss ich publiziert haben, um eine möglichst breite Verbreitung zu finden. So sind da Nature und Science zum Beispiel extrem bekannt. Es gibt in den Wirtschaftswissenschaften zum Beispiel die Kategorisierung von Zeitschriften von A+ bis E. Da ist zum Beispiel dann eben auch festzustellen, dass oft deutschsprachige Zeitschriften eine geringere Kategorisierung erfahren, weil sie einfach nicht so weit verbreitet sind wie englischsprachige Zeitschriften. Dann hängt es auch von den Ablehnungsquoten ab. Also da in den Zeitschriften, in denen sehr viele Wissenschaftler publizieren möchten, da ist es dann eben auch so, dass es höhere Ablehnungsquoten gibt und das wird auch als Qualitätsmerkmal für die Zeitschrift gesehen. Und es gibt Rankings wie Journal Citation Report, dass da werden die Zitathäufigkeit der Zeitschriften untersucht, also wie oft wird die Zeitschrift in anderen Publikationen zitiert und danach wird dann ausgerechnet, wie wichtig diese Zeitschrift halt ist. Da kommt es nicht auf die einzelnen Artikel an, sondern auf die Zeitschrift insgesamt. Welche Publikationswege gibt es? Also es gibt den klassischen, die Printpublikation und es gibt die elektronische Publikation. Die Print ist eben etabliert, hat eine lange Tradition und entspricht den Lesegewohnheiten, die die Menschen lange Zeit hatten. Elektronisch wird meistens gesagt, wird schneller publiziert, weil sie nicht dieses lange Setzverfahren braucht, beziehungsweise muss es nicht erst aufs Papier gebracht werden. Es ist entsprechend auch billiger, wenn es die Software erstmal gibt. Und es ist sofort sichtbar, indem es publiziert wird, ins Internet gestellt wird, ist es meistens weltweit zugreifbar, außer es würde eben unter Lizenzen stehen, was diesen ganzen elektronischen Publikationsweg eben auch wieder teurer macht für die Nutzer. Open Access wird möglich, eben dieser weltweite Zugriff, der offen ist und der für alle Nutzer, seien es Wissenschaftler oder einfach Interessierte an diesem Fachgebiet, möglich machen soll. Jetzt gibt es dann eben noch den Unterschied bei den elektronischen Publikationen. Also einerseits ist es ein Bezahlmodell, in dem der Nutzer das
Lizenzierte quasi freischalten müssen, damit sie es lesen können oder eben frei zugänglich wie Open Access. Oder eben auch technisch gesehen ist es einfach eine Abbildung, ein PDF eines Printformats oder entspricht es wirklich den ganzen technischen Möglichkeiten, die das elektronische Publizieren heutzutage ermöglicht. Dazu gehört eben, also es wird gerade im Zeitschriftenbereich zunehmend auf E-Only gesetzt. Das schon deswegen, weil gerade im Zeitschriftenbereich man manchmal nur an einem einzelnen Artikel interessiert ist und dann nicht die ganze Zeitschrift braucht. Und von daher ist es da auch leichter lesbar, einen einzelnen kurzen Artikel zu lesen als ein ganzes Buch im Internet. Es ist an der Auffindbarkeit gearbeitet worden. Früher war man gegen das elektronische Publizieren, weil man sagte, es gibt dann die Links, die auf ein Nichts verweisen, auf eine Seite, die es nicht mehr gibt. Da sind die DOIs entwickelt worden, die Handles oder die URNs, das sind persistente Identifikatoren, die einer Publikation zugeordnet sind und damit kann man anhand dieser Nummern kann man diese Publikation immer finden. Man arbeitet an der Sicherstellung und die Zugänglichkeit durch Langzeitarchivierung. Das ist auch ein technisches Verfahren. Sie erinnern sich alle an die Floppy Disk, die eben nicht mehr überall einsetzbar sind. Und genau um diesem Problem aus dem Weg zu gehen, wird insgesamt an einem Verfahren weiterentwickelt, damit immer die neuen technischen Möglichkeiten auch in der Zukunft abrufbar sind. Wichtig ist dann eben auch noch, wenn man auf die Verlinkung verweist, also ein Artikel, der im Internet veröffentlicht wird oder elektronisch, der kann eben auch 3D-Grafiken einbinden, er kann Forschungsdaten einbinden, er kann Tabellen einbinden oder eben auch innerhalb also eines referierten Artikels kann er gleich auf den Artikel, der auf den bezogen wird, kann er auch verlinken. Also da sind sehr interessante technische Möglichkeiten, die sich da eröffnen. Man kann auch sehr praktisch mit dieser Version arbeiten, also die Versionierung. Man muss nicht alles abtippen nochmal, sondern man kann diese Sachen übernehmen durch Copy und Paste und kann sie bearbeiten. Dabei wird aber selbstverständlich das Urheberrecht des ursprünglichen Autors bewahrt. Man gibt die Quelle an, von der man diese ursprüngliche Publikation genommen hat und verarbeitet sie ohne diese ganzen weiteren, ohne umständliche Komplikationen mit Kopieren und eben Abtippen. Dann sorgt die Kommentarfunktion dafür, dass die Beziehung zwischen Autor und Rezipient sehr viel enger wird. Also man kann diesen Text direkt kommentieren, solange die technischen Möglichkeiten das eben zulassen. Der Autor kann es gleich mit aufnehmen, kann da auch wieder dran arbeiten, sodass die abschließende Publikation dann eben sehr viel reichhaltiger sein kann. Die Community wird viel früher mit einbezogen, als es früher im Printformat möglich war. Dann ist es eben auch die Möglichkeit, Preprints in Repositorien einzustellen, da zu veröffentlichen. Auch das fördert und beschleunigt den Wissensaustausch, indem auch eben Publikationen, die noch nicht im Print sind, schon kommentiert werden können und in die Wissenschaft eingehen. Das waren in einem Schnelldurchlauf die wissenschaftlichen Möglichkeiten, die es gibt. Und ich darf jetzt an Jasmin Schmitz weiterleiten, die Sie über die Qualitätssicherung weiter informiert. Ja, vielen Dank für die Überleitung. Ich mache dann mal weiter mit dem Thema Qualitätssicherung. Und zunächst kann man sich natürlich die Frage stellen, warum überhaupt Qualitätssicherung? Da muss man sich eigentlich nochmal vor Augen halten, dass wissenschaftliche Ergebnisse immer auch einen großen Einfluss auf die Menschen haben können und auf die Gesellschaft an sich. Also generell kann man sagen, dass die Wissenschaft insgesamt auch eine große Verantwortung hat. Am einfachsten oder am offensichtlichsten wird das eigentlich beim Beispiel Medizin. Da sieht man halt, wie Ergebnisse, wissenschaftliche Ergebnisse unser aller Leben verändern können. Aber natürlich, sämtliche Wissenschaften haben Einfluss auf unser Leben und auf die Gesellschaft an sich auch. Das bedeutet im Endeffekt auch, dass nach Möglichkeit nicht alles publiziert werden sollte, sondern nur gesicherte Ergebnisse. Und dadurch, also deswegen gibt es halt auch die Qualitätssicherung. Und im wissenschaftlichen Bereich wird die Qualitätssicherung durch das Peer-Review-Verfahren sichergestellt.
insgesamt ein fester Bestandteil eigentlich auch im Publikationsprozess. Nochmal kurz zur Begriffsklärung. Was ist Peer Review überhaupt? Dieser Begriff setzt sich zusammen aus Peer, das ist das englische Wort für Fachkollege, und Review, das ist ein Gutachten. Im Prinzip wird nichts anderes gemacht, als dass die wissenschaftliche Publikation auf Validität, Qualität und Integrität geprüft wird, und zwar von anderen Fachwissenschaftlern. Insgesamt geht es also darum, dass die Publikationswürdigkeit geprüft wird. Ich habe da mal einige Fragen aufgelistet, die im Rahmen des Peer-Review-Verfahrens dann abgeklopft werden. Da ist beispielsweise, passt die Publikation zur thematischen Ausrichtung der Zeitschrift? Wurde die Forschungsfrage verständlich formuliert? Ist der Forschungsansatz adäquat? Sind die Ergebnisse reproduzierbar? Ist die passende Methodik verwendet worden? Sind die Ergebnisse originell und neu? Das ist für viele Zeitschriften insbesondere sehr wichtig. Und wurden ethische Standards eingehalten? Das ist insbesondere in der Medizin besonders wichtig, wenn man an Tierversuchen oder Medikamententests beispielsweise denkt. Mittlerweile ist es aber auch so, dass das Peer Review zur Aufdeckung von wissenschaftlichem Fehlverhalten dient. In einer idealen Welt sollte das natürlich nicht vorkommen, denn eigentlich hat die Wissenschaft ja eine eigene Ethik. Wissenschaftler macht sowas eigentlich nicht. Aber es hat in der Vergangenheit einige Fälle gegeben von Datenmanipulationen, und so ist auch so ein bisschen hat das Peer Review eben auch die Aufgabe, Datenmanipulationen aufzudecken. Generell heißt das aber nicht, dass man beim Peer Review Verfahren immer unter Generalverdacht gestellt wird. Generell geht man davon aus, dass Wissenschaftler ehrlich arbeiten. Aber wie gesagt, es hat vereinzelt Fälle gegeben, sodass Peer Reviewer angehalten sind, auch auf sowas zu achten. Nicht jeder Fehler in der Publikation ist tatsächlich auch Betrug, das muss man auch nochmal betonen. Jeder Mensch macht mal Fehler, und wenn man Daten auswertet, kann es immer zu Fehlern kommen. Das ist nicht unbedingt wissenschaftliches Fehlverhalten, es ist dann halt Fehler, und die sollen eben auch aufgedeckt werden. Insgesamt lässt sich noch sagen, dass das Erstellen von diesen Review-Gutachten Teil der Selbstregulation der Wissenschaft ist. Und auch nicht vergütet wird. Das heißt, ein Wissenschaftler bekommt diese Peer-Review-Gutachten immer on top zu seiner Arbeit dazu. Generell kann man aber auch sagen, dass Peer-Review eine große Bedeutung hat für Autoren. Und zwar ist der Ausgang des Peer-Review-Verfahrens teilweise auch maßgeblich für die Karriere, das heißt, ob man im Wissenschaftssystem aufsteigen kann. Publikationen sind da zentral wichtig. Und wenn sich das Peer-Review-Verfahren etwas hinzieht oder Publikationen abgelehnt werden, dann hat das schon etwas Einfluss auf die Karriere. Insbesondere, wenn man daran denkt, dass es einige oder mittlerweile recht viele Wissenschaftler gibt, die kumulativ promovieren, da zeigt sich ganz besonders, inwieweit die halt auch ein bisschen abhängig sind vom Peer-Review-Verfahren und von dessen Ausgang. So, wie läuft ein Peer-Review-Verfahren grundsätzlich ab? Also der Autor reicht die Publikation ein. Das Peer-Review-Verfahren beginnt in der Regel mit dem sogenannten Desk-Review. Das heißt, der Herausgeber schaut sich die Publikation kurz an und entscheidet aufgrund dessen, soll die im Pool bleiben oder kann man sie direkt ablehnen, weil sie vielleicht zu der Zeitschrift überhaupt nicht passt. Währenddessen der Herausgeber das macht, wählt er gleichzeitig auch Gutachter aus, also andere Fachwissenschaftler, die sich für das Erstellen des Gutachtens möglicherweise eignen. Entweder hat er da schon Leute in seinem Pool, die schon für die Zeitschrift gereviewt haben, oder er schreibt sie kurz an und versendet dann an sie das Dokument, was gereviewt werden soll. Im nächsten Schritt erstellen eben die Reviewer ihre Gutachten. Idealerweise sollten mindestens 2 Gutachten erstellt werden. Also in der reinen Lehre des Peer-Review-Verfahrens werden in der Regel mindestens zwei Gutachten erstellt. Und zu guter Letzt entscheidet halt der Herausgeber, ob die Artikel publiziert werden.
generell im Idealfall sind sich natürlich die Gutachter einig. Und wenn sie sich nicht einig sein sollten, dann hat natürlich die letzte Entscheidungsgewalt jeweils der Herausgeber. Was passiert nach dem Peer Review? Im Peer Review fällt eben also dann die Entscheidung, ob die Publikation zur Publikation, die Publikation eben angenommen wird. Ob sie angenommen wird unter der Maßgabe, dass sie nochmal überarbeitet wird, oder ob sie grundsätzlich abgelehnt wird. Beziehungsweise, dass man nochmal den Hinweis gibt, die Publikation kann nochmal neu eingereicht werden nach einer grundlegenden Überarbeitung. Was im Zuge dessen auch passiert ist, dass dem Autor die Entscheidung mitgeteilt wird und dass der Autor die Gutachten auch bekommt und die eben zur Verbesserung seiner Arbeiten einsetzen kann, die Kommentare, die dort geschrieben worden sind. Generell ist hierzu noch zu sagen, dass renommierte Zeitschriften Ablehnungsquoten bis hin zu 90% haben. Ganz hochkarätige Zeitschriften wie Nature oder The Lancet beispielsweise bis zu 96%. Das heißt, wenn eine Publikation abgelehnt wird, heißt das nicht zwingend, dass diese wirklich schlecht ist, sondern sehr viele Zeitschriften haben sehr hohe Ansprüche, was Neuheit und Originalität angeht. Das heißt, die lehnen allein aufgrund dessen schon eine Publikation ab. Idealerweise würde man nach der Ablehnung als Autor also die Publikation nochmal überarbeiten und dann einfach neu einreichen in einer Zeitschrift, in einem Lower-Tier-Journal, wie man sagen würde, also eine Zeitschrift, die weniger strenge Ansprüche hat. Welche Varianten gibt es? Insgesamt gibt es zwei Varianten, die sehr häufig benutzt werden. Einmal das Single-Blind-Verfahren, bei dem der Autor nicht weiß, wer der Gutachter ist. Und zum anderen das Double-Blind-Verfahren, wo Autor und Gutachter wechselseitig nicht voneinander wissen, wer sie sind. Das soll eine gewisse Anonymität sicherstellen. Und insgesamt ist aber das Peer-Review-Verfahren nicht unbedingt, wird nicht kritiklos hingenommen. Beispielsweise beim Double-Blind-Verfahren ist es häufig so, dass Peer-Reviewer doch erahnen können, dass wer die Autoren sind, sodass die geforderte Neutralität nicht unbedingt gegeben ist. Häufig hat man auch das Gefühl, dass Reviewer überlastet sind. Es wird immer mehr publiziert. Reviewer bekommen häufig viel auf dem Tisch und man hat so ein bisschen die Befürchtung, dass die Prüfung der Publikation dadurch weniger gründlich ist. Das heißt natürlich nicht, dass man hier Reviewer vor dem Generalverdacht, dass sie nicht gründlich arbeiten würden, stellen würde. Aber es ist einfach so, die Reviewer sind auch nur Menschen, bekommen viel auf dem Tisch und müssen auch sehen, wie sie damit fertig werden. Dann gibt es ein fehlendes Belohnungssystem für Reviewer. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass das Peer-Review-Verfahren nicht vergütet wird. Und ansonsten gibt es auch, relativ wenig Anreize für Reviewer tatsächlich zu reviewen. Man kann das natürlich alles auch in seine Bewerbungsunterlagen mit hineinschreiben, aber es hat nicht unbedingt den gleichen Stellenwert wie die eigene Publikation. Mittlerweile gibt es auch Plattformen, die versuchen, Review-Tätigkeiten ein bisschen sichtbarer zu machen. Aber insgesamt wird die Arbeit eben noch nicht momentan nur unzureichend entlohnt, in welcher Form auch immer. Dann besteht die Gefahr, dass die Reviewer unpassend ausgewählt worden sind. Das sollte dem Herausgeber nach Möglichkeit nicht passieren. Es kann aber passieren. Eigentlich müssten die Reviewer in dem Fall auch ablehnen. Aber häufig kommt es eben auch vor, dass sie trotzdem annehmen, weil sie sich halt auch geehrt fühlen oder dem Editor oder dem Herausgeber in dem Moment nicht sagen wollen, ich mache das nicht. Generell ist ein Kritikpunkt die Gefahr der Intransparenz, subjektive Färbung der Gutachten oder Machtmissbrauch.
Das ist insbesondere bei diesen Blinds-Verfahren gegeben. Das heißt aber auch nicht, dass hier Reviewer vor einen Generalverdacht gestellt werden. Aber wie gesagt, Reviewer sind auch nur Menschen. Es kann passieren, dass da im Review-Verfahren auch Nebenschlachten ausgetragen werden. Interessenskonflikte müssen nicht immer offengelegt werden. Zur guten wissenschaftlichen Praxis würde es eigentlich gehören, dass das passiert. Eigentlich müssten Reviewer ablehnen, wenn sie Interessenskonflikte haben. Passiert aber auch nicht immer. Weiterer Kritikpunkt am Peer-Review-Verfahren ist, dass es teilweise recht lange dauert. Einige Monate ist normal, Wochen, Monate ist normal. In Einzelfällen wird von Jahren berichtet und das führt bei einigen Autoren dann einfach auch zu Frust. Generell muss man aber sagen, erfährt das Peer-Review-Verfahren eine unglaublich hohe Zustimmung. Umfragen belegen, dass im Prinzip so etwas über 80% der wissenschaftlichen Community hinter dem Peer-Review-Verfahren steht. Noch zu den Alternativen. Was gibt es für Alternativen zu diesem klassischen Peer-Review? Eine Alternative, die hier immer genannt wird, ist das sogenannte Open Peer Review. Da gibt es diverse Spielarten, aber denen ist eigentlich gemein, dass die Veröffentlichung relativ schnell passiert und mit grober Vorprüfung der Publikation nur und dass das Review dann im Anschluss passiert nach der Publikation und eigentlich der wissenschaftlichen Gemeinschaft überlassen wird. Die Vorteile sind, es ist dann deutlich transparenter als bei den Blind-Verfahren und man hat beobachtet, dass die Gutachten auch ausführlicher sind. Ausführlicher deswegen, weil ja die Reviewer plötzlich mit ihrem Namen draufstehen, was bei den anderen Verfahren nicht gegeben ist. Nachteile ist, dass eben auch hier wieder Rivalitäten und persönliche Befindlichkeiten offen ausgetragen werden und dass die fehlende Anonymität unter Umständen dazu führt, dass nicht ausreichend Reviewer gefunden werden. Und das deswegen, weil jüngere Wissenschaftler sich eigentlich ein bisschen vor diesem Open Peer Review drücken möchten, weil sie Angst haben, ältere Wissenschaftler zu kritisieren und dass sich das nachteilig auf ihre Karriere auswirkt. Generell muss man zum Peer Review sagen, es befindet sich ständig im Wandel, es gibt ständig, kommen neue Themen aus, werden Varianten diskutiert, manchmal wird auch diskutiert, ob die Reviewer-Tätigkeit bezahlt werden soll. Also insgesamt ist dieses Thema im Fluss und wird sich auch in Zukunft das eine oder andere sicherlich noch tun. So, ich gebe weiter an Cornelius Puschmann, der etwas über neue Publikationsformen und über künftige Entwicklungen oder auch aktuelle Entwicklungen sagen wird. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein und schließe mich an die Kolleginnen an mit meinem Beitrag zu den neuen Publikationsformen. Zunächst einmal ist eine Definition vonnöten oder zumindest eine Erklärung, was man unter neuen Publikationsformen eigentlich verstehen will. Das kann natürlich alles Mögliche sein, je nachdem, wo man das zeitlich verorten möchte und wie schnell man etwas als neu oder nicht mehr neu bezeichnen will. Das World Wide Web war ursprünglich natürlich auch als neues Publikationsformat für wissenschaftliche Kommunikation gedacht und wird in dem Zusammenhang natürlich auch verwendet, aber hat eine große Verwendung in anderen Bereichen erfahren. Zunächst einmal kann man vielleicht davon sprechen, dass die Begriffe und die Innovation der Begriffe und die Innovation der Publikationskultur selber sich unterscheiden, insofern als dass es eine Menge neuer Begriffe gibt, um über das Veröffentlichen und über technische Möglichkeiten der Veröffentlichung zu sprechen und die Publikationskultur selbst auf der anderen Seite vielleicht resistenter gegenüber Veränderungen ist und sich weniger schnell verändert. Das spricht auch in solchen Begriffen wie zum Beispiel dem Begriff des wissenschaftlichen Journals oder eben des Peer-Review-Verfahrens und den anderen Begriffen, die in dem Zusammenhang verwendet werden, spiegelt sich das insofern wider, als dass diese Begriffe sich jetzt nicht maßgeblich geändert haben in den letzten Jahren.
und Jahrzehnten, also auch wenn die dahinterstehenden Praktiken sich teilweise sehr verändert haben, Digitalisierung hat die wissenschaftliche Kommunikation, das wissenschaftliche Veröffentlichungswesen natürlich sehr stark beeinflusst. Ich unterscheide einfach mal zwischen zwei verschiedenen Arten von neuen Publikationsformen. Einerseits neue Möglichkeiten der Aufbereitung und Darstellung von wissenschaftlichem Wissen in wissenschaftlichen Publikationen, wie die, über die wir gerade gesprochen haben. Das heißt also die Integration von Daten und Grafiken, die Verwendung von Hyperlinks, aber die Tatsache, dass Dinge generell digital abrufbar und zugänglich sind und so weiter. Also einfach nur die Innovation, die innerhalb der bestehenden Formate stattfindet, aber die Formate nach wie vor die gleichen Labels besitzen wie auch früher. Und zum anderen neue informelle Kommunikationsformate, die eben auch neue Namen haben, wo also auch die Begriffe andere sind, eben Blogs, Twitter, soziale Netzwerke und so weiter, die natürlich auch alle im außerwissenschaftlichen Gebrauch existieren. Also sozusagen neue Publikationsformen 1 und neue Publikationsformen 2. Zu der ersten Form, also der Veränderung der bestehenden Formate, kann man sagen, dass die Veränderungen, die dort stattfinden, so etwas auf eine Zuspitzung auf Plattformen hinauslaufen. Was ich damit meine, ist, dass im digitalen Publizieren Plattformmodelle besonders attraktiv sind. Das gilt sowohl für sogenannte Mega-Journals, wie zum Beispiel PLOS One ist ein sehr bekanntes, Sage Open, De Gruyter Open und andere Plattformen funktionieren, glaube ich, relativ ähnlich. Und zum anderen auch zu dem Modell, dass es zwar unterschiedliche Journale gibt, die von einem Publisher herausgegeben werden, die aber technisch auf der gleichen Infrastruktur basieren. Das spielt insofern eine Rolle, als dass, wenn ein Verlag nicht in der Lage ist, eine solche Plattform zu betreiben oder die Plattform nur mit sehr wenigen Journals oder einem sehr kleinen Volumen sozusagen betrieben wird, sich das oft nicht lohnt. Also das wissenschaftliche Publizieren, auch im traditionellen Sinne, wird zunehmend digital betrieben, das haben wir ja schon gehört. Und das geht nur, wenn man in der Lage ist, eine Plattform irgendwie zu betreiben. Das hat Implikationen eigentlich in allen Wissenschaftsbereichen, dass also der Drall oder Drang vielleicht da ist, in solche Plattformen hineinzugehen oder auf solchen Plattformen zu veröffentlichen. Und das können nicht alle Akteure und nicht alle Verlage können diese Entwicklung immer erfolgreich mittragen, weil man viel Ressourcen, Infrastruktur, Know-how und so weiter braucht. Und ein Beispiel dafür ist, also hier habe ich einmal aus dem Blog The Scholarly Kitchen von Phil Davis eine Kurve, die zeigt, wie viele Artikel in diesem besagten PLOS One Journal, was Open Access ist, aber eben auch ein Plattform-Journal, wenn man so möchte, oder Mega-Journal. Und Sie sehen den extrem rasanten Anstieg der veröffentlichten Artikel. Am Ende ist in dieser Kurve ein Knick, der mit möglicherweise verschiedenen Faktoren zu tun hat, wie zum Beispiel geänderte Finanzierungsmodelle für wissenschaftliche Publikationen in Asien und veränderte Forschungsförderung international. So etwas wirkt sich dann auf PLOS One aus, aber wahrscheinlich auch auf andere Journals. Aber das zeigt auf, also dass dieses Plattformmodell sehr erfolgreich sein kann, jedenfalls im Volumen sehr erfolgreich sein kann. Ja, und das ist, dazu könnte man noch viel mehr sagen, darauf möchte ich aber nicht im größeren Detail eingehen. Der zweite Aspekt, also neue Publikationsform 2, ist einer, mit dem ich mich relativ intensiv in den letzten Jahren beschäftigt habe und wo es also um die Frage geht, wie werden zum Beispiel soziale Medien in der Wissenschaft eingesetzt. Zunächst einmal sind die Einsatzmöglichkeiten von Twitter oder Blogs oder anderen sozialen Medien sehr, sehr vielfältig und sehr, sehr stark individualisiert. Also zu generalisieren, wie einzelne Wissenschaftler mit diesen Werkzeugen umgehen, ist sehr schwierig, weil eben die Gewohnheiten so stark von einer Person zur nächsten variieren. Man kann aber davon sprechen, dass zum einen die Vernetzung mit Fachkollegen eine Rolle spielt, auch zum Beispiel Facebook oder in Twitter oder in den zahlreichen inzwischen entstandenen spezialisierten Netzwerken, die es für Wissenschaftler gibt, wie etwa ResearchGate oder Academia EDU. Zum anderen kann man die Sichtbarkeit gegenüber Fachkollegen und auch der weiteren Öffentlichkeit stärken durch eine
Social Media Präsenz. Und zum anderen kann man selber auch aktuelle Informationen beziehen, darüber informiert bleiben, was gerade andere Kollegen vielleicht machen, welche Themen gerade diskutiert werden in einer Fachcommunity oder über eine enge Fachcommunity auch hinaus. Das wird aber fast immer als eine Art Beiwerk zur Kernaktivität des wissenschaftlichen Publizierens verstanden. Das heißt, es handelt sich um Binnenkommunikation, die um die wissenschaftliche Kernkommunikation in den formalen Publikationen herum stattfindet. Und es gibt wenige Indikatoren dafür, dass das eine das andere ersetzen könnte, dass also informelle Kommunikation, zum Beispiel in Blogs, tatsächlich in einer Konkurrenz steht zu wissenschaftlichen Journals, wissenschaftlichen Monographien. Diese Entwicklung geht zum Teil auch einher mit einer Diversifizierung von Akteuren und Rollen. Das heißt zum Beispiel, die Rolle des Wissenschaftsbloggers ist möglicherweise eine neue Rolle. Wissenschaftsblogger, es gibt sowohl international als auch in Deutschland Wissenschaftsblog-Plattformen. Und diese werden fast immer bespielt von Personen, die wissenschaftlich geschult sind oder wissenschaftliche, eine wissenschaftliche Ausbildung haben, aber die das selten als ihre Kernaktivität verstehen. Also entweder handelt es sich um Personen, die eher einen journalistischen Anspruch haben, oder um Personen, um Wissenschaftler, die das nebenbei tun, oder um Personen, die mal in der Wissenschaft tätig waren, aber das jetzt nicht mehr sind. Also das, da gibt es eine große Bandbreite. Es gibt aber wenige Wissenschaftler, die das betreiben und die das sozusagen als den Kern ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit und auch ihrer wissenschaftlichen Kommunikation betrachten, sondern im Regelfall existiert das um diesen anderen Output herum. Und soziale Medien spielen auch eine Rolle, wenn es um die Metrifizierung von wissenschaftlichem Output geht, also darum zu sehen, wie wissenschaftlicher Output des ersten Typs, also klassische Publikationen, von der Öffentlichkeit rezipiert werden, wie viel angeklickt, wie viel bei Facebook geliked oder bei Twitter geretweetet wird. Ja, und es gibt also inzwischen auch empirische Daten und empirische Forschungsergebnisse, die diese Entwicklung dokumentieren und belegen. Hier habe ich also einen Auszug aus einer Studie von Daniela Pscheider und Kollegen von der Technischen Universität Dresden, die sich im Rahmen des Leibniz-Forschungsverbunds Science 2.0 mit diesem Thema beschäftigt und eine repräsentative Umfrage in Deutschland unter deutschen Wissenschaftlern durchgeführt hat. Und ich hoffe, man kann es ausreichend gut erkennen. Hier sind also die verschiedenen Formen von Social Media und deren Nutzung unter Wissenschaftlern angezeigt. Und ich habe hier einen besonderen Fokus, einen kleinen Rahmen, um Microblogs, das ist im Wesentlichen also Twitter, und Blogs gelegt. Und die Prozentzahlen sind insgesamt im Vergleich zum Beispiel zu Wikipedia oder zu Mailinglisten oder zu Online-Archiven in diesem Bereich sehr viel geringer. Also die Nutzung von Weblogs und von Twitter oder anderen Microblogs ist absolut nicht die Norm. Man kann allerdings schon einen sehr deutlichen Zuwachs bei dieser Nutzung in einem relativ kurzen Zeitraum von 2 oder 3 Jahren feststellen. Bei Twitter zum Beispiel waren die Nutzungszahlen vor 3 oder 4 Jahren noch im 1%. Man kann also wirklich von einem nachhaltigen Anstieg sprechen. Aber eben zum Beispiel, wenn Sie sich etwa den Balken bei Mailinglisten ansehen, es gibt Formate, die vielleicht auch weniger, denen weniger anhaftet, dass sie jetzt besonders in Mode sind oder besonders aufregend sind, die von den Wissenschaftlern intensiv genutzt werden. Und ich sehe auch nicht, dass sich das von einem Tag auf den anderen stark ändern würde, wenn solche Mittel als nützlich und adäquat betrachtet werden, dann ändert sich das innerhalb von einer wissenschaftlichen Community nicht besonders schnell. Ja, und hier noch einmal eine Grafik, die darstellt, in welchen Bereichen diese verschiedenen Typen genutzt werden. Und
Blogs und Microblogs werden besonders mit Wissenschaftskommunikation in Verbindung gebracht, also weniger mit der Forschung und auch weniger mit der Lehre. Sie sehen, dass andere Typen dort maßgeblicher sind und insgesamt ein breites Spektrum von verschiedenen Nutzungskontexten da ist und unterschiedliche Nutzer, wie beschrieben, auch ganz unterschiedliche Vorstellungen haben. Hier muss also noch mehr Forschung stattfinden, aber man sieht, es gibt definitiv eine Nutzung von Social Media unter Wissenschaftlern. Als Fazit kann man vielleicht sagen, dass es eher in diesem Bereich eher eine Evolution statt einer Revolution stattfindet, dass neue und neue Publikations- und Kommunikationsformen bestehende mehr ergänzen, deutlich mehr ergänzen, als sie zu ersetzen. Entscheidend für die Zertifizierung wissenschaftlicher Qualität ist der Peer Review, das haben wir gehört. Das ändert sich nicht durch das Vorhandensein neuer Formate alleine. Das Innovationsinteresse bei bestehenden Publikationsformaten scheint mir in datenintensiven Forschungsfeldern besonders groß, also dort, wo die Veränderung innerhalb der Formate den Wissenschaftlern großen Nutzen bringt, zum Beispiel das Einbetten von Forschungsdaten, Grafiken und so weiter, ist in bestimmten Fachdisziplinen natürlich wichtiger als in anderen. Auch die schnelle Verbreitung, der offene Zugang sind in bestimmten Fachgebieten ein größerer Anreiz, als das in anderen der Fall ist. Das Interesse an neuen informellen Kommunikationsformen scheint in jungen Fachcommunities besonders groß zu sein. Man denke etwa an die Digital Humanities. Ich habe gerade mit meinem Kollegen Marco Bastos von der Duke University eine vergleichende Studie durchgeführt, wo wir uns eine wissenschaftliche Blog-Plattform in den USA und eine in Frankreich angesehen haben. Diese beiden Plattformen besonders mit den Digital Humanities zusammenhängen und wir haben festgestellt, dass es dort also ein sehr großes Interesse an diesen neuen Kommunikationsformen gibt. Das heißt, das hat nicht nur, wie man häufig annimmt, mit dem Alter der Wissenschaftler unbedingt so viel zu tun, sondern mit dem Alter unter anderem auch der Forschungsfelder und damit, wie stark bestimmte Forschungsfelder ihre eigene Kommunikation gleich sozusagen von Anfang an in neuen Medien und neuen medialen Kanälen durchführen. Ja, und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, weise hin zum einen auf die Literatur, die für alle drei Vortragsteile gilt und darauf hin, dass man uns natürlich gerne auch später noch ansprechen kann und außerdem auf eine Umfrage, die wir jetzt durchführen werden im Übergang zum Diskussionsteil und von der wir hoffen, dass Sie daran teilnehmen werden. Vielen Dank. Jasmin, Cornelius, herzlichen Dank. Hochinteressant, wie ihr das Thema nochmal hier aufgefaltet habt. Wir machen jetzt abschließend zu diesen drei Vorträgen nochmal eine kleine Umfrage. Dazu müsst ihr jetzt eigentlich mal rausfinden, was bei Ihnen im Moment das Bild ist von Social Media. Also denken Sie das für sich oder generell, dass ein geeignetes Mittel ist? Und wir sind gleich wieder da, wenn ich es richtig verstehe, mit der Diskussionsrunde und mit den Ergebnissen der Umfrage. Bis dahin, bis gleich. Gut, also herzlich willkommen zurück in unserer Frage- und Diskussionsrunde. Ich möchte zunächst mal darauf hinweisen, dass die Umfrage, unsere Mini-Umfrage unter den Teilnehmern, ein ganz interessantes Ergebnis hatte, weil 60% sagen, dass Social Media geeignet ist, in irgendeiner Weise wissenschaftliche Ergebnisse zu verbreiten. 20% sagen nein, 20% sind sich nicht sicher. Was ich interessant finde, wobei die Formulierung der Frage, Ergebnisse zu verbreiten, natürlich noch nichts darüber verrät, was für eine Rolle das spielt, vielleicht in den eigenen Aktivitäten, oder? Cornelius, möchtest du vielleicht das mal einsortieren? Ist das irgendwie haben wir vielleicht den Fehler gemacht, die Frage so offen zu formulieren, dass wir schon so eine freundliche Beantwortung suggeriert haben? Oder? Als Fehler würde ich das nicht bewerten, aber das kann natürlich eine Rolle spielen, dass die Offenheit der Frage vielleicht dazu führt, dass es eher eine positive Antwort dann auch gibt. Andererseits ist natürlich die Frage, ob man nicht eine besondere Gruppe ohnehin schon durch sowas wie dieses Webinar erreicht, die natürlich besonders Social Media affin ohnehin schon sind und deshalb Social Media sozusagen da viel zutrauen. Ich hatte einen Kollegen, der in diesem Zusammenhang mal eine sehr spannende Umfrage gemacht hat über die Nutzung
Bedeutung von Internet, des Internets für die Wissenschaft und der das aber als postalisch verschicktem Fragebogen gemacht hat, weil er natürlich keine Online-Befragung zur Akzeptanz des Internets machen wollte, weil er sich dachte, das könnte ein Problem sein. Also. Ja. Ja, gute Einschätzung sicherlich, genau. Ursula, zu deinem Teil kam eine ganz konkrete Nachfrage von den Teilnehmern, und zwar der Punkt Identifier oder Handles. Vielleicht nochmal ganz kurz, was sind die, warum, wozu sind die gut? Warum sieht man die überall, wenn man in der wissenschaftlichen Literatur Zitate sieht und so weiter? Also das kennt sicherlich jeder, dass er einen Artikel gefunden hat und ganz glücklich war und dann hat er ihn angegeben, zitiert. Und dann wurde bis jetzt ja immerhin geschrieben, letzter Zugriff am 21.01. Und wenn man dann einen Monat später drauf geht, ist die Seite weg. Der Link führt auf eine Sorry Not Found oder ähnlichen Seite. Und deswegen wurden eben diese persistenten Identifier eingeführt, entwickelt. Das sind bestimmte numerische Codes, die zum Beispiel auch schon bei der DOI auf den Verlag oder die Institution verweisen, die sie vergibt. Und die sind eben dafür da, dass dieses Dokument ganz eindeutig zuordbar ist und immer auffindbar. Also wenn Sie dann diese Nummer eingeben von der DOI im Internet, dann werden Sie immer auf diesen Artikel kommen. Ja, ich denke mal, das hat die Frage ziemlich eindeutig schon beantwortet. Jasmin, zu deinem Teil kam eine Frage, es kam die Frage auf, wie wird man denn zu einem Reviewer? Ja, also das scheint es irgendwie eine Aufgabe zu geben, die sehr zentral ist, ja, für diese Zertifizierung der Veröffentlichung. Wer wird auf welche Weise Reviewer? Wie sieht das aus? Wie so oft im Leben braucht man Kontakte. Also in der Regel wird man angesprochen vom Herausgeber einer Zeitschrift. Das kann ganz vielfältig sein. Entweder hat man sich auf Konferenzen getroffen beispielsweise oder der Reviewer hat recherchiert und festgestellt, nicht der Reviewer, sondern der Herausgeber hat recherchiert und festgestellt, dass man selbst zu dem Thema arbeitet und deswegen wird man angeschrieben. Also es gibt da ganz vielfältige Möglichkeiten, aber in der Regel kommt die Zeitschrift beziehungsweise der Herausgeber auf einen zu. Beim Open Peer Review, was ich ja auch dargestellt habe am Schluss der Präsentation, kann man auch selbst tätig werden. Also es gibt durchaus Plattformen halt auch bei diversen Zeitschriften, wo man Artikel lesen kann und die kommentieren kann. Das ist noch nicht Review in dem Sinne, aber schon vielleicht mal ein erster Einstieg. Aber generell läuft vieles halt darüber, dass man konkret angesprochen wird und ja, reviewen soll. Ja. So eine gewisse Erfahrung braucht man auf dem Fachgebiet dann schon, um als Reviewer in Frage zu kommen. Man muss natürlich das Themengebiet ziemlich gut kennen und muss wahrscheinlich auch schon selbst publiziert haben, damit überhaupt ein Editor, ein Herausgeber auf einen überhaupt aufmerksam wird. Okay, verstehe. Ja, ja. Ursula, nochmal zu dir eine Frage. Wie ist es, gibt es so ein oder zwei wichtige Tipps, die man einem jungen Forscher, einer jungen Forscherin geben könnte zu der ersten Veröffentlichung? Also kann man das irgendwie eindampfen? Also weil das war jetzt sehr vielschichtig. Man hat auch gesehen, auf vielen Ebenen verändern sich gerade eine Menge Dinge. Was sind im Moment die wichtigen Kriterien bei der Auswahl, in welchem Journal oder über welchen Publikationskanal veröffentliche ich meine Forschung? Also das kommt sehr auf den Fachbereich drauf an. Also wenn man jetzt Doktorand ist, dann wendet man sich eigentlich an Doktorvater oder an die Doktormutter. Und in vielen Disziplinen, also in Naturwissenschaften, ist es auch gar, hat man eigentlich gar keine Auswahl. Da, wo der Doktorvater oder Mutter eben publiziert, da hat man das als Doktorand auch zu tun. Das ist eben immer noch so. Erst bei den Postdocs ist dann die Möglichkeit, sich da zu erkundigen, umzutun. Aber man sieht es ja auch, wo man selber eigentlich liest für sein Fachgebiet, um diese Publikation zu machen. Also man ist ja nie losgelöst. Also man kennt sich im Fachgebiet aus und da, wo die für einen relevantesten Artikel drin sind, da versucht man dann auch letztlich zu publizieren. Danke, ja, ja. Cornelius, vielleicht noch eine letzte Frage an dich.
Du hast ja darauf hingewiesen, dass auf so vielen Ebenen sich die Dinge gerade verändern, hast gleichzeitig aber gesagt, dass für fast alle Forscher im Moment dieses traditionelle Publizieren in dem Sinne ja immer noch der Mittelpunkt ist. Das mal weitergedacht, gibt es eine Richtung, in die man als Forscher gucken sollte, also wenn man zu 80% sich mit dem traditionellen Publizieren beschäftigt sozusagen, worauf sollte man die 20% der Aufmerksamkeit richten? Was ist vielleicht etwas, was sich lohnt, neben dem traditionellen Publizieren zu tun? Hättest du da einen Tipp? Ich würde sagen, das hängt auch sehr mit der Fachdisziplin zusammen und mit dem Stellenwert, den diese informellen Möglichkeiten in dem Fachbereich haben, auch so ein bisschen dem eigenen Interesse und dem eigenen, woran man Spaß hat und ob man es in seinem Zeitbudget zum Beispiel unterbringen kann. Aber dann können einerseits spezialisierte Plattformen für Wissenschaftler wie eben ResearchGate oder Academia EDU als Präsenz attraktiv sein. Es kann attraktiv sein, zu bloggen. Es kann attraktiv sein, bei Twitter zu nutzen. Das hat viel damit zu tun, wie die Fachcommunity, einerseits die Fachcommunity da aufgestellt ist und andererseits, welche eigenen Interessen man hat. Es hat auch ein bisschen damit zu tun, ob man sich vielleicht mittelfristig oder langfristig auch vorstellen kann, außerhalb der Wissenschaft, aber wissenschaftsnah zu arbeiten. Also zum Beispiel, wenn man eben sich vorstellen kann, journalistisch zu arbeiten oder in einem anderen Bereich, der in irgendeiner Form mit Forschung zusammenhängt, aber ohne, dass man selber tatsächlich in peer-reviewten Publikationen veröffentlichen muss, weil man eben in einer anderen Position ist, dann sind diese Binnenkommunikationskanäle können sehr attraktiv sein. Also das heißt, hängt davon ab, vom Bereich, von den eigenen Interessen und von seiner Karriereplanung, von der Karriereplanung auch. Ja. Ja. Okay, vielen Dank. Also nochmal vielen Dank an Sie für die interessanten Fragen und an euch für die interessanten und sehr pointierten Antworten nochmal und die Vorträge nochmals. Bevor wir uns verabschieden, als allerletztes vielleicht noch ein Hinweis, den ich sonst am Anfang mache. Diese ganze Veranstaltungsreihe, das wird nicht die letzte Folge davon sein, der Open Video Lectures CoScience, können wir, das Open Science Lab an der TIB Hannover, nur machen, weil das Ding gefördert wird von dem EU-Programm Foster Open Science. Das ist also auch das, was Sie die ganze Zeit hier im Hintergrund gesehen haben, dieses Logo, und was wir ja auch auf der Website verlinkt haben. Das sei zum Schluss noch erwähnt. Und damit hoffe ich, dass wir alle heil nach Hause kommen, Sie zurück nach Friedrichshafen, Köln und sonst wo hin. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.